Ja, hallo, ich bin der Pfarrer David Keller und ich möchte euch heute einladen, das wieder zu einer Veranstaltung unserer Gott-Erlebt-Reihe. Wir hatten ja schon einige Evangelisationen hier in Geising und auch in Altenberg, einzelne Abende. Und ich freue mich, dass wir Ende des Monats wieder einen Evangelisten aus dem Evangelisationsteam Sachsen bei uns zu Gast haben können, und zwar den Guntram Wurst. Guntram Wurst, der war bis vor ein paar Jahren Fußbodenverleger, wurde richtig vom Handwerker auf die Kanzel berufen, also dass er das Evangelium predigt, und da freue ich mich, dass er kommt. Und er wird jetzt keine hauptsächlich evangelistischen Abende machen, sondern Gemeindevertiefungsabende, und wird über den zweiten Timotheusbrief sprechen. Wir sind ja in stürmischen Zeiten und es geht darum, fest im Bekenntnis zu werden. Und zwar sind diese drei Tage vom 30. September, das ist ein Donnerstag, bis zum 2. Oktober, ein Samstag, und immer 19.30 Uhr hier in der Altenberger Kirche. Und der erste Abend heißt ermutigt zu furchtlosem Bekenntnis, der zweite gewarnt vor Streit und Irrlehre, der dritte Abend gehalten auf festen Grund. Ja, und ich möchte euch ermutigen, kommt doch her, wenn ihr könnt, richtet euch das ein, hier nach Altenberg in die Kirche, um Gottes Wort zu hören. Und sagt es auch weiter, gebt die Information weiter. Und bitte betet auch dafür, dass Menschen gestärkt werden im Glauben und vielleicht auch zum ersten Mal in Kontakt mit dem Glauben kommen. Wir wollen direkt im Anschluss an diese drei Bibeltage auch einen Glaubenskurs starten, den Emmaus-Kurs, immer donnerstags um 19.30 Uhr. Und auch da, wenn ihr Menschen kennt, die daran teilhaben möchten, gebt denen ja diese Information weiter. Betet dafür, und ja, wenn ihr wollt, wenn es euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns auch gern finanziell da unterstützen, dass wir den Guntram Wurst ordentlich bezahlen können und auch die Technik, denn wir wollen diese Abende auch im Livestream übertragen, dass ihr es vielleicht auch von weiter weg im Internet sehen könnt. Ich wünsche euch dafür Gottes Segen. Ja, wenn euch diese Angebote gefallen, abonniert den Kanal und liked das. Ja, Gottes Segen euch und seine Erkenntnis und Liebe von Jesus Christus. Amen.